Ladies and Gentlemen, heute sind die Perks von Lifeline dran, wie versprochen. Und wer die letzten Videos verpasst hat oder eine detaillierte Erklärung für das Perk-System braucht, sollte in die Playlist von Apex Legends Mobile einfach mal reinschalten. Dort seht ihr eine detaillierte Erklärung, die Octane-Fähigkeiten und so weiter und so fort. Wir starten mit den Perks von Lifeline. Da sind ein paar richtig geile Fähigkeiten dabei. Feuerfrei, wir starten wieder in den Skilltree. Perk-Kräftigung durch die Wiederbelebung eines Squad-Mates erhaltet ihr beide zusätzlich 25 Lebenspunkte. Klingt schon mal ultra stark. Nächstes ist wie bei jeder anderen Legende an derselben Position. 100 Schaden bekommt ihr für einen Finisher auf euer Evo-Schild zum Pimpen. Wir haben die Lifeline-Meisterschaft-Plakette als nächster Perk. Gesunde Dosierung. Der Einsatz einer Spritze regeneriert zusätzlich 15 Gesundheit. Aber welche Lifeline nimmt Spritzen mit? Macht, glaube ich, fast keinen Sinn. Entspannen Sie sich für einen Moment, ist ein E-Mod. Dann haben wir Aufwachraum. Dein Wiederbelebungsschild bleibt nach der Wiederbelebung eines Squad-Mitgliedes 3 Sekunden lang aktiv. Und das ist ein absolut starker Perk. Jetzt werden sich viele von euch fragen, die Apex Legends Mobile vorher durch Hörensagen kannten und Apex Legends auf den Konsolen PC noch nicht lange zocken, die werden sich denken, Wiederbelebungsschild, das kennt doch keiner, was ist das? Lasst euch einfach mal überraschen, auf jeden Fall ist es eine Fähigkeit, eine sehr starke Fähigkeit, die Lifeline vor vielen Seasons leider genommen wurde und ich finde es geil, dass es in der mobilen Version wieder am Start ist, weil es einfach meiner Meinung nach wie vor einfach zu Lifeline gehören sollte. Weiter im Text, Siegesbeute, erhalte nach einem Finisher eine bessere Anpassung für eine deiner Waffen. Und wenn ich mir den Perk so angucke, klingt das nicht nach Achtung im Care Package, sondern tatsächlich erkennt das System, ich habe einen Finisher gemacht, in der nächsten Loot Bin ist ein besseres Objekt. Ich dachte bisher tatsächlich, dass wenn ich vor so einer Kiste stehe, immer schon feststeht, was ist da drin. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Wir haben natürlich wieder ein Apex Pack. Dann haben wir Routineuntersuchung. Der Einsatz deines Finishers ruft eine spezielle Heildrohne an deine Position. Was an der so speziell ist, kann ich leider nicht beantworten. Ihr seht, ich habe noch nicht so viel freigeschaltet. Ist klar, wir haben gerade mal 2 Tage die mobile Version draußen oder gerade mal ein paar Tage. Nach Aufzeichnung sind es gerade mal 24 Stunden oder nicht ein bisschen mehr als 24 Stunden. Kluge Chirurgie, nächste Fähigkeit. Die Heildrohne folgt dem ersten Ziel, das sie heilt, zieht sich aber zurück, wenn sie Schaden erleidet, außer Reichweite ist oder die Heilung abgeschlossen ist. Halt die Luft an, ist das ein krasser Perk. Die Heildrohne folgt dir quasi. Also ich gehe mal davon aus, dass du dich auch vielleicht selber heilen kannst und sie dir folgt. Oder im Zweifel halt einem Teammate nur, aber dass die Drohne dem Teammate folgt. Keine Ahnung in welcher Geschwindigkeit, ob es auch beim Sprinten mithalten kann, bei Octane vielleicht sogar. Krass. Krasser Perk, einfach absolut krasser Perk. Ich bin echt gespannt. Vorratsüberschuss Care Package enthält eine zusätzliche Beute oder ein zusätzliches Objekt. Beutekiste können ebenfalls ein zusätzliches Objekt erhalten. Das finde ich auch extrem stark. Und ich gehe davon aus, dass es nicht nur Heil-Items, sondern auch Aufsätze für die Waffen sein könnten. Wir haben wieder ein Emoji Frieden. Na eben, das hier oben, das habe ich euch gar nicht vorgelesen. Entspannen Sie sich für einen Moment, heißt dieses Emoji. Und hey, wäre das letzte. Und wir kommen zum letzten Perk. Vollmantel DDM. Das Dock heilt weiter, während er Schaden nimmt, aber die Heilgeschwindigkeit ist reduziert. Könnte man in Apex Legends in den Standardversionen jemals das Dock zerstören? Das habe ich noch nie versucht. Und ich wüsste es auch nicht. Ladies and Gentlemen, das waren die Perks für Lifeline. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.